Basic Winter Coat. Aber der Basic, ich glaube, der wird nicht sehr viel besser sein als der Premium Winter Coat, weil es ja der grundlegende ist. Und wir halt, ja, das Beste vom Besten haben. Quasi. Was die Jacke angeht. What have we here? Was haben wir hier? Eine Mütze. Eine von 10.000. Aber, naja, Kleidung. Gibt das. Das ist 2 Liter. Manch ein Klo hat mehr Wasser als das andere. Anderes Modell. Und hier, also das ist ja auch fast immer gleich hier. Der Unterhosenanzünder. Mensch, der hier immer rumläuft. Gibt es hier keinen Verbandskasten? Wow, ist ja mal was anders. Das hatte ich schon. Da war auch nichts drunter. Hier waren wir auch schon. Ja, dann war's das hier. Der Sturm da draußen lässt einfach nicht nach. Na gut, dann gehen wir raus. Minus 18 Grad. Dann hier in die Hütte rein. Hier waren wir noch nicht. Da geh ich schon. Bisschen Licht in die Sache bringen. Holz. Nehmen wir doch gerne. Wenn man ein Jagdgewehr hat und mal irgendwann kein Wasser mehr hat, dann ist Holz natürlich immer praktisch. Tinder. Hatten wir in der letzten Runde auch. Hatte ich ganz Fach voller Tinder. Ich glaube, ich werde nachher auch hier eine extra Kiste, also ein extra Fach machen für Holzmaterialien zum Brennen. Essen und Trinken haben wir ja schon. Also Essen und Trinken. Nobody needs this anymore. Und gefroren ist da drüber, finde ich auch eigentlich ganz gut. Und wir sollten auch das Wasser, was man noch kochen muss, auch oben in die Frischung tun. Also machen, damit man eine bessere Übersicht über die Sache hat. Aber da fällt mir noch ein bisschen was zu ein, wie wir das Ganze ordnen. Aber erstmal müssen wir unser gesamtes Material dann dort haben. Wäre auch zu schade mit dem Zeug, was wir noch in der anderen Hütte haben. Wobei ich denke, dass manches von den Essen eventuell verkommen sein könnte. Bin mir da nicht mehr so sicher. Aber so viel dürfte da jetzt auch nicht vorkommen sein. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt hier nur geschlafen. Haben wir jetzt schon gesucht und mussten, glaube ich, jetzt schon 2 Nächte hier verbringen. Er ist ja noch in Grenzen. Und wenn Sachen in Schränke verstaut sind, sollen die jetzt nicht mehr so schnell die Haltbarkeit verlieren, was ja auch Quatsch ist. Ich meine, wenn ich irgendwas in die Schublade lege und gucke nach 2 Monaten rein, liegt es auch nicht zerfetzt auf einmal da. Ja, also ein bisschen Logik sollte es schon sein. Natürlich ist das ja künstlich ein bisschen schwerer gemacht, das Ganze, weil es ja ein Survival-Game. Manche Sachen sind ja auch leichter als im echten Leben. Wiederum. Aber da fehlt so ein bisschen die Mitte noch bei manchen Sachen. Aber ich finde schon wirklich sehr gut, was die jetzt schon umgesetzt haben bei diesem Update, was ja sehr umfangreich war. Muss man ja auch wiederum zugeben, weil ja nicht nur einfach nur eine neue Karte und gut ist, halt mit diesen ganzen Updates, die sie eingespielt haben. Überladen sind wir. Ja, noch ein bisschen hungrig und durstig. Dann Sardinen. Kriegen wir wahrscheinlich eine Lebensmittelvergiftung. Nein. Dann
gönnen wir uns noch die Grape Soda. So. What have we here? Also, aber echt so viel Kleidung, wie man da findet. Gehen die davon aus, dass man hunderte Tage überlebt? Weil so viel muss man doch eigentlich nicht reparieren, wenn man vernünftig mit seinen Klamotten haushaltet. Ich meine, wenn ich einmal was Besseres anhabe, werde ich nicht noch 10-mal andere Sachen anziehen, die schlechter sind. Dann behalte ich natürlich das Beste an und werde das auch reparieren. Aber bei so viel Kleidung, die man hier findet, gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass es dann nicht so... ja, viele Spieler gibt, die das schon verstanden haben, dieses Prinzip. Aber wie gesagt, da fehlen halt noch ein paar Feinjustierungen an dem Spiel. Aber es ist ja noch die Sandbox, also sollte ich da gar nicht so groß mich beschweren oder Sachen bemängeln. Warten wir mal auf den Story-Modus und ich bin wirklich sehr gespannt. Also der Unterschied dieser zwei Sandboxen, sagt man das so? Ja, denke ich mal. Dieser zwei Sandboxen ist ja schon enorm von Mystery Lake jetzt auf diese. Klar, die sind jetzt auch beide miteinander verbunden, aber ich meine halt bezogen auf das Update ist die Veränderung schon enorm und wenn der Story-Modus kommt, kann da noch einiges geschehen. Vor allem, wenn sie da bestimmt noch ein bisschen auch wieder die ein oder anderen Sachen hinzufügen. Und ich bin echt gespannt. So, jetzt sind wir aber auch schon wieder... I'm gonna have to leave something behind. Das ist echt nervig mit diesem Hin und Her. Findet aber auch massig Zeug. Das muss man ja auch wiederum zugeben. Die Straße geht auf jeden Fall noch weiter nach da. Vielleicht auch nur einmal um den See herum, aber wer weiß. Ich werde mir das selber alles anschauen. Das ist nur so ein Gasding. Ich dachte schon, da wäre ein Rucksack. Aber einen Rucksack habe ich bisher, glaube ich, auch noch nicht hier gesehen. Die gab es ja öfters in Mystery Lake. Ich meine, hier habe ich noch gar keinen gesehen. Fällt mir so gerade mal ein. Kann ich jetzt aber auch nicht beschwören. Na gut, ist jetzt auch nicht spielentscheidend. Ob wir einen Rucksack gefunden haben oder nicht. Entscheidend ist es nur, ob wir eine Knarre finden oder nicht. Das ist das Entscheidende. Rohes Fleisch haben wir wieder. Legen wir mal 5 Liter ab. Dann ist der Kühlschrank auch voll. Unglaublich, dass der Kühlschrank mit 40 voll ist. Das kann ich echt nicht fassen. Das hätte ich mir in der letzten Karte niemals zu träumen gewagt. Aber da hätte ich auch nicht daran geglaubt, dass es da einen Kühlschrank gibt, der so viel Fassungsvermögen hat. Müssen wir noch nicht unbedingt kochen. Aber sollten dein Auge drauf behalten. So, dann schauen wir uns nochmal hier alles weitere an. Nein, nicht Kondition, alphabetisch. Haben wir jetzt wieder Kennerunter gefunden. Naked lasse ich jetzt mal da. So viele Streichhölzer, das ist echt unglaublich. Die Lampe. Jerrycan haben wir, glaube ich, im anderen. Die müssten wir mal auffüllen. Ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, keine Lust, jetzt wieder die Zeitung zu zerruppen und euch das dann wieder anzutun. Das
Müssen wir dann halt einmal öfters machen. Aber ist mir dann lieber, als jetzt jedes Mal das zu machen. Weil so viel Zeug wir da andauernd finden, ist das dann schon ein bisschen nervig. Von daher legen wir das jetzt erstmal so ab. Normalerweise würde ich das nicht machen, aber wie gesagt, da wir halt jetzt wirklich andauernd so viel Kleidung finden, nervt das schon ein bisschen. Ich hoffe, dass das dann auch ehrlich gesagt ein Ende nimmt mit diesen übertriebenen Häusern. Und dass es das dann quasi war. Klar, wenn man lange überleben möchte und so weiter, würde man sagen, ja, noch mehr von diesen Häusern, aber ich sag da eher, nee, komm, lassen wir das. So. Jetzt hoffentlich gehen wir das letzte Mal da hinten hin. Da ist ein Wolf. Den wollen wir nicht in die Pfoten springen. Wir haben das Haus, das hier. Die zwei auf der Seite haben wir. Komme ich da irgendwie ran? Das sind auch zwei Stück, die direkt beieinander patrouillieren. Das ist halt das, was ich sagte mit dieser Route. Der hat nichts mehr zu essen. Fuck. Der Wolf hat da also alles abgenagt. Das ist krass. Hier waren wir also schon drin. Müssen wir schauen, dass wir hier durch den Hinterausgang rauskommen. Ansonsten müssen wir halt auch gegen den Wolf kämpfen. Wir können uns hier nicht nur verbarrikadieren. Hier waren wir definitiv schon drin. Hier, meine ich, waren wir noch nicht. Das sehen wir aber jetzt. Nein, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, das ist auch das letzte Haus. Ich hoffe es auch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das Essen und Trinken unterbringen soll. Muss ich wohl doch. Oder Looks über like in this den has been here a Gefrierschrank while. packen. Oder in irgendeinen Küchenschrank. Weil wir ja so dermaßen viel haben. Also wie gesagt, das finde ich schon ziemlich heftig und ich hoffe, dass die auch schnell was daran ändern, gerade was Wassertrop angeht, das ist ja wirklich That'll übertrieben. come in Ich handy. meine, man findet jetzt Wasser aus dem Klo, gut und schön, kann man machen, ist ja auch logisch, dass man dort Wasser finden kann, aber ich finde, die hätten das deutlich zurückschrauben müssen, was man halt am Wasser in Schränken finden kann oder aufschränken. Das finde ich nur ein bisschen zu heftig. Meiner Meinung nach, weil das macht das ja auch nicht mehr für die ersten, ja, 20 Tage nicht wirklich interessant, Schnee einzuschmelzen. Warum denn auch, wenn man Wasser hat? Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Aber ich sag mal, so wie das jetzt ist, da muss man kein Spezialist sein, um das zu überleben. Ich meine, man wird ja so schlau sein, einen Wolf ausweichen zu können und ansonsten sich warm einzuquartieren und anderen zu pennen und zu essen und zu trinken. Da kann ja eigentlich jeder, ja, der überhaupt kein Talent hat, was Survivor Games angeht, die 50 Tage, ja, sagen wir mal I could 30 use Tage this. überleben, wenn er sich nicht zu blöd anstellt. Mit dem, was einfach nur vorrätig ist in den Häusern. Da fand ich, dass vor dem Update wirklich What mehr have we here? Survival-mäßig. Aber mal schauen. Ich meine, viele Wölfe sind ja hier, muss man ja zugeben. Aber wenn man auch ein bisschen die Schlenker einlegt, dann schafft man das auch ohne Kampf. Wie wir bei mir gesehen haben bisher. Ich habe ja versucht, immer das Ganze zu vermeiden. Weil bringt mir ja nichts, wenn ich mit dem Wolf mich klopfe. Habe ich ja keinen Vorteil von.
ich eine Knarre habe, ist das was anderes. Das Laternenöl ist leer. Was natürlich ein bisschen blöd ist für euch. Ich kann hier noch alles erkennen. Aber YouTube macht ja wieder Matsche nach dem Hochladen. Sieht das alles sehr viel dunkler aus, als es eigentlich in der Aufnahme ist. Zeitung im Klo. Und natürlich wieder genügend Klowasser. So. Dann sind wir hier durch. Und jetzt müssen wir hoffen, dass der Wolf nicht direkt vor der Tür steht. Da ist noch ein Haus. Oder war ich jetzt hier in diesem schon? Nee, in diesem hier war ich schon. Oh, ab, Wolf. Ich will ja eigentlich gar nicht lang, wo ich hier gerade lang gehe. Ich wollte nur schauen, ob wir hier fertig sind mit den Häusern. Und ja, wir sind fertig. Wir waren in allen Häusern jetzt. Das freut mich. Und hoffentlich wird das Spiel ab jetzt wieder schwieriger. Oh, verschwinde. Du blöder Wolf. Oh, der hört sich gar nicht so nett an. Wie der mich hier anfletscht. So, Home Sweet Home. Ach, was bin ich beruhigt, dass wir jetzt die Häuser abgeklappert haben. Ich hoffe, ihr seht das dann schon ähnlich wie ich. Weil, sind wir doch mal ehrlich, das ist ja schon übertrieben. Aber ich denke mal, daran werden sie auch noch fixen. Die haben ja auch am Anfang das Spiel, das war am Anfang zu, ja, ganz am Anfang zu schwer, weil zu viele Wölfe da waren, dann haben sich viele beschwert, ja, aber die, dann sterben wir so oft und so weiter. Dann haben sie es reduziert, dann haben sie es nachher wieder angepasst. Ja, und nachher fand ich das Mittelmaß eigentlich optimal, muss man ja schon sagen. Es war nicht so eine große Herausforderung, es war aber auch nicht zu einfach, 20 Tage beispielsweise zu überleben. So, dann haben wir hier noch die ganzen Klamotten, die wir ablegen können. Vor allem auch jede Menge, was wir harvesten können. Ja, jetzt haben wir nur noch Essen und Trinken, so viel. Ich glaube, wir müssen dann doch ein Feuer machen. Nehmen wir das mal mit. Holen wir uns auch Holz hier aus der raus. Nehmen wir mal Cedar. Dann nehmen wir doch mal für Firewood, da wir so viel haben. 7 Stück. Ich glaube, da reicht ja auch wieder eins, um ein Feuer zu machen, um die 3 Teile zu verbrennen. Brandbeschleuniger nehmen wir natürlich auch. Und Start. 91% Erfolg. Und ja, hat super geklappt. Dann fangen wir an. Ja, das reicht vollkommen aus. Dann können wir sogar wieder ein bisschen unnötig einschmelzen. Versuchen wir direkt mal Risiko einzugehen und direkt 1,5. Das schaffen wir nicht. Ganz knapp nicht. Okay, dann wissen wir Bescheid. Nächstes Mal nur 1 Liter.
Es war ja jetzt nicht wirklich verschwendet, da wir ja noch so viel haben an Wasser. So. Ach so, der hat sogar der hat nicht alles geschafft, aber der Rest... Okay, das ist mir neu. Also der Balken lief nicht ganz zu Ende, der hat die 1,5 nicht geschafft, aber das, was er geschafft hat, haben wir im Inventar. So verstehe ich das jetzt richtig. Das ist ja nicht übel. Das wusste ich nicht. Grundlegend super, klar, ist ja logisch, wenn er dann halt nicht so eine Masse schafft, dann hat er halt weniger eingeschmolzen. Und warum sollte er das dann auf einmal wegschütten? Aber so gesehen auch wiederum, schwierig, weil wir haben eh so viel trinken. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Kram. Essen wir aber erstmal hier zum Mittag. Ja, Candy Bar zum Nachtisch. Und jetzt trinken wir uns was von dem Wasser, wo wir noch mehr als genug von haben. Ich würde sagen, in den Ofen packen wir jetzt einfach das restliche Zeug hin. Mit der besseren Kondition nehmen wir mal 4 Liter da rein. Kann weg, das auch. Okay, das nehmen wir mal mit. Ja, was haben wir denn jetzt? Das Gewicht dabei. Das ist ja hervorragend. Wie viel Uhr haben wir? 1 Uhr. Ich würde sagen, dann schlafen wir noch 2 Stunden. Dann werde ich zum alten Haus rennen, um mein Material zu holen, also mein Zeug holen, damit wir uns hier vernünftig einrichten können. Aber das machen wir erst in der nächsten Aufnahmesession, denn ich mache jetzt hier erstmal eine kurze Pause. Und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und bis dahin würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.